Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen weiteren Videotheken-B-Movie-Kultstreifen aus dem Jahr 1987 mitgebracht, der von Wicked Vision Distribution am 28. April 2023 in drei verschiedenen Mediabooks in den Handel gebracht wurde. Und dabei handelt es sich um Ken Dixons Jäger der verschollenen Galaxie. Und er heißt im Original ähnlich, nämlich Slave Girls from Beyond Infinity. Ja, okay. Fast wörtlich übersetzt, aber wir wissen ja, wie das damals lief. So, Charles Band hat das Ganze produziert und da wissen wir auch schon, hier haben wir auf jeden Fall einen genialen Streifen, der sich vielleicht nicht an den Mainstream-Geschmack orientiert, aber dennoch für Fans des besonderen Films das ein oder andere bereithält. Es handelt sich hierbei um die Nummer 7 der Full Moon Collection und wie gesagt, es gibt drei verschiedene Mediabooks, als da wären einmal Mediabook Cover A. Das schaut genauso aus wie das, das ich hier auf dem Tisch liegen habe, also zumindest das Motiv ist das gleiche, aber es steht halt der deutsche Titel drauf. Dann gibt es noch Cover C. Ja, da muss ich nicht viel zu sagen. Also das wäre auch mein Favorit gewesen, aber naja, gut. Und dann gibt es noch hier das Cover Motiv B. Das ist limitiert auf 333 Stück. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen limitiert sind, aber es gibt halt nicht so wahnsinnig viele davon. So, und dieses Mediabook, das packen wir jetzt mal aus. Ich habe jetzt auf die Schnelle mein Taschenmesser nicht gefunden, aber mein Kollege Jörn hat das letzte Mal so einen Zahnstocher verwendet und ich denke, das kann ich hier auch machen, weil der macht im Zweifel nicht viel kaputt. Ich meine, mit dem Taschenmesser geht auch nicht viel kaputt, weil ich kann ja damit umgehen. Aber ja, so ein Zahnstocher ist dann doch im Zweifel vielleicht sogar die bessere Methode. So, den hatte ich auf jeden Fall noch da liegen. So, wir sehen, wir haben hier ein Vorlageblatt, das kann man abnehmen, das ist nicht verklebt, glücklicherweise. Dann sehen wir hier oben nochmal Full Moon Collection Nummer 7, Charles Band Presents Slave Girls from Beyond Infinity. Dann haben wir hier noch den Hinweis, es handelt sich um eine europäische HD-Premiere. The Most Dangerous Game, genau, das wäre nämlich die Handlung von The Most Dangerous Game, also Professor Zaroff, Graf Zaroff, nicht Professor, Graf Zaroff, der ist übrigens auch von Wicked Vision damals veröffentlicht worden, ein genialer Film, der erste Menschenjagdfilm überhaupt und da sehen wir auch schon, ja, auch wenn der Film heißt Jäger der verschollenen Galaxie, eigentlich sind das Gejagte. Auf der Rückseite haben wir den Hinweis, ja, zunächst mal Forever Physical, ja, also eine Kampfansage gegen das Streamen, Trash vom Feinsten, ja, so kann man es sagen, also, ja, Charles Band, ja, Trash vom Feinsten, ganz klar. So, Meridian, Fairy Tales, Dark Angel und Troppy Hearts, hier, Trophäenköpfe. Ja, auf jeden Fall geile Filme. Dann haben wir jetzt hier das eigentliche Mediabook. Da haben wir eben nicht diesen Hinweis Full Moon Collection draufstehen. Wir haben auch nicht hier vorne diesen Werbebutton drauf und wir haben selbstverständlich auch kein FSK-Flatschen drauf. Wicked Vision steht hier auch nicht, wobei mich das weniger gestört hätte. Hier haben wir nur das eigentliche Artwork. Auf dem Spine haben wir den Originaltitel draufstehen, Slave Girls from Beyond Infinity. Dann hier oben das Glubschauge von Wicked Vision, das Markenzeichen von denen. Und hier unten die Nummer 7, denn es ist ja wie gesagt Nummer 7 der Full Moon Collection. Und auf der Rückseite haben wir eine kurze Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier noch ja, die Credits und hier, das ist das Allerwichtigste, der Film lief nämlich damals bei Schläferz über die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5 und diese Version von Oliver Kalkofe und Peter Rütten kommentiert und moderiert ist hier auch noch mit drauf im Bonusmaterial. So, dann haben wir hier eine Blu-ray und eine DVD, da sind dann die Produktspezifikationen nochmal nachzulesen und hier unten das Bonusmaterial, dann hier unten noch die Urheberrechtshinweise und so weiter und so fort. Hier noch der Hinweis, Cover B limitiert auf 333 Stück. Und jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Und auch hier steht groß Schläferz drauf. Ha, das bedeutet also, die Schläferz-Version ist auch auf der Blu-ray mit drauf. Aber
Ich spekuliere mal, dass es sich hierbei um SD handelt, weil Schläferz wird meist in SD ausgestrahlt. Auch die Sharknado-Filme, die es ja von Turbine auf Blu-ray gibt, sind in der Schläferz-Fassung als SD on Blu-ray enthalten. So, dann haben wir hier Big Movie, Big Production, Big Girls, Slave Girls from Beyond Infinity. Ein Essay von Christoph N. Kellerbach. Das bedeutet also, wir haben hier auch ein dickes Booklet mit drin, mit einem Text von Christoph N. Kellerbach. Und da kann ich ungesehen sagen, das lohnt sich zu lesen und ihr habt hinterher noch ein bisschen was gelernt. So, hinten haben wir die DVD drin liegen, die schaut so aus. Und wir haben auch einen farbigen Innendruck. Vorne habt ihr den schon gesehen, hier hinten schaut das so aus. Also identisch. Ja, wir können also, wenn wir das hier so hochklappen, sehen wir auch, das ist beides gleich. So. Jo, dann packen wir die mal wieder rein und schauen uns das Mediabook mal an. So, da ist ein bisschen Bewegung drin, aber wirklich nicht viel. Der Daniel Perret wollte mir auch noch was zu den neuen Mediabooks sagen. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mit ihm zu telefonieren. Es hat sich nicht ergeben und es drängt ja auch ein bisschen. Es brennt ein bisschen unter den Fingernägeln. Deswegen, also, das hier sind wohl neue. Was es damit genau auf sich hat, vielleicht kriegen wir es raus, vielleicht auch nicht. Also zunächst einmal kann ich sehen, wir haben hier, so wie es aussieht, die gewohnt gute Qualität von Wicked Vision. Also auf den ersten Blick fällt mir hier jetzt nicht viel auf. Es macht auf jeden Fall schon mal einen sehr wertigen Eindruck. Und ja, so teuer sind die Wicked Vision Sachen ja auch gar nicht, ja. Also da gibt's also wesentlich teurere, wo es dann ich sehe schon, das Booklet ist verklebt hier, das können wir schon mal sehen. Ich weiß gar nicht, war glaube ich immer. Ich will mich da jetzt aber auch gar nicht so festlegen. Ich packe ja viel aus. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Hier haben wir schon mal einen schönen Text, farblich schön voneinander abgehoben, hier mit Überschriften und Unterüberschriften und all sowas. Also schön gut zu lesen, schöne große Schrift. Die Titel der einzelnen Filme, die hier noch als Belege hinzugezogen werden, sind fett gedruckt, so dass man direkt sieht, hey, da kann man mal reingucken. So, hier ein paar Bilder aus dem Film. Gut, die brauche ich jetzt persönlich nicht. Bilder aus dem Film habe ich ja schon häufig gesagt, dass ich keine Bilder aus dem Film brauche, aber ein paar sind halt auch hier drin. So, das Papier ist auf jeden Fall schön. Es glänzt nicht und es fühlt sich trotzdem, also das ist richtig wertig. Ich müsste jetzt wirklich mal gucken, aber das Papier, das macht einen ausgezeichneten Eindruck. Also, wenn sich hier was getan hat, dann muss ich sagen, zum Besseren. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich jetzt auf den ersten Blick nicht das Geringste zu beanstanden habe. Es ist also schönes Papier, gut bedruckt, inhaltlich, ja, Christoph N. Kellerbach halt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gehe mal, wie gesagt, davon aus. Dann haben wir hier die zwei Tackerklammern, die das Booklet an Ort und Stelle halten. Und ja, es lässt sich sehr gut blättern. Schönes, dickes Papier. Wirklich, ich bin begeistert. Also jetzt ganz ohne Flachs, ich bin wirklich begeistert von diesem Produkt hier. Es macht einen hervorragenden Eindruck. Ich kenne den Film nicht, aber das sieht auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Mein Review dazu findet ihr dann übrigens auch in den nächsten Tagen auf blu-ray-disc.de und den Link dazu findet ihr bereits jetzt unten in der Infobox. Ich muss sagen, ja, also ohne jetzt zu wissen, was sich genau hier geändert hat, muss ich sagen, ich bin hiermit sehr, sehr zufrieden. Es ist ein tolles Mediabook, qualitativ hochwertig, wie ich es von Wicked gewohnt bin. Ich meine, es wäre ein bisschen leichter, aber gut, das ist jetzt mein erstes subjektives Empfinden. Ich habe jetzt auch nicht zum Vergleich da. Also es macht auf jeden Fall einen wertigen Eindruck. Ich bin begeistert. So, das war's. Slave Girls from Beyond Infinity. Jäger der verlorenen Galaxie. Seit dem 28.04.23 im Handel und enthält auch noch die Schläferz-Fassung. Also für jeden Geschmack was dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr gesehen habt, was sich hier geändert hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Aber ich denke, beim nächsten Unboxing von einem Wicked Vision Mediabook werde ich es wissen und ich habe eine Menge Wicked Vision Mediabooks hier. Ich habe nämlich am Freitag einen riesengroßen Karton gekriegt. Könnte man eigentlich schon wieder ein Sammlungsupdate machen, mache ich aber nicht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau und ja, bis dann. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.